einen Podcast in 3D hören. Geht das? Das war die Aufgabenstellung, die sich aus der letzten Podcastaufnahme vom Kopfkino-Podcast ergab. Und darum, Challenge accepted. Hier gibt es die Lösung als Reality der Woche. Hi, mein Name ist Gerhard Schröder. Wer diesen Kanal noch nicht abonniert hat, hier ist eine gute Gelegenheit dafür. Worum geht es in diesem Kanal und in diesem Video speziell? Es geht um das Themenbereich hier generell, um Augmented Reality. Wer sich diese Videos hier von mir schon kennt, das ist das einerseits das Video zum Themenbereich mehrere Objekte in Augmented Reality einzeln bewegen. Das andere Video unten drunter, da geht es um den Themenbereich Spatial Audio. Also ich sage jetzt mal einfach gesagt 3D-Audio. Der eine oder andere kennt vielleicht von euch 5.1, 7.1, irgendwelche Heimkino-Lösungen, alles schön und gut. Bei all diesen Lösungen ist es aber so, dass die Lautsprecher an festen Stellen stehen, meinetwegen hinter euch, hinterm Sofa und so weiter. Hier in dieser Demo geht es darum, dass die Audioquellen von euch frei positioniert werden können. Es gibt drei Audioquellen und zwar drei Sprecher aus einem Podcast. Ihr könnt die Demo euch jetzt, wenn ihr das jetzt am Desktop sitzen solltet, hier oben ist ein QR-Code, den könnt ihr mal einscannen mit dem iPhone oder iPad und dann entsprechend ausprobieren. Für alle anderen auf jeden Fall hier jetzt mal einmal zum Anschauen. Schwierig, noch nicht wirklich. Also das braucht ein spezielles Dateiformat, was man gerade über Apple und Apple-Geräte, iOS-Geräte abspielen kann. Was haben wir gemacht? Wir haben einen Ausschnitt aus der Podcast-Folge, in der wir genau dieses ganze Thema diskutiert haben, mal genommen, haben drei einzelne Tafeln erzeugt mit dem jeweiligen Sprecher. Das ist wirklich nur ein Work-in-Progress-Sample, ja, das kann man alles noch ein bisschen geschickter gestalten. Es soll nur einfach nur die Idee zeigen, dass mit dem Dateiformat USDZ, ja, mehr dazu im ganzen YouTube-Kanal rund um den Themenbereich AR, Apple und USDZ, dass man mit diesem Dateiformat tatsächlich Spatial Audio als 3D-Audio-Podcast jetzt schon produzieren kann. Und sogar eben jetzt in dieser besonderen Demo gleich so, dass ihr selbst sogar noch die Position der Sprecher für euch entscheiden könnt. Wo möchtet ihr wen hinschieben? Warum? Wieso? Überlasse ich alles euch. Es ist einfach nur ein 2-3 Minuten Audio-Stück aus dem gesamten Podcast-Folge, die ihr euch gerne auch komplett anhören könnt. Es geht rund noch wesentlich mehr um das gesamte Thema. Probiert es mal aus, wenn ihr möchtet. Mit diesem Dateiformat USDZ lässt sich noch wesentlich mehr machen. Wie gesagt, Technik, kleine Demo. Nichts Größeres, einfach nur mal, um die Diskussion aus der Podcast-Folge zu zeigen. Hier, es geht genau so. Es gibt schon drei Audioformate, mit denen man Spatial, also 3D-Audio, ermöglichen kann. Wenn ihr euch das Ganze ausprobiert, die einfachste Variante, wie ich jetzt ja auch mache, so kabelgebundene Kopfhörer, ja, in euer iPhone reinzustecken, dann hört ihr Stereo-Sound. Und zwar müsst ihr euch jetzt vorstellen, eure linke und rechte Seite von euer iPhone. Das sind so gesehen eure Ohren. Da, wo ihr das Handy hin positioniert im Raum, ja, da sind eure Ohren. Und hören tut ihr genau diese Position von eurem Handy jetzt auf euren Kopfhörern. Wo ist denn meine Brille, die ich dabei hatte? Jetzt habe ich sie schon wieder weggepackt. Diese Bose Sonnenbrille, die hat ein Gyroskop drin. Wenn ihr entsprechend die neuen Kopfhörer, die Beats Max und ähnliche habt, dann könnt ihr mit diesen Kopfhörern tatsächlich, hört ihr das gesamte Audioerlebnis tatsächlich aus der Position eurer beiden Kopfhörer. Im Prinzip ist das Gleiche. Das soll zu dieser Folge gewesen sein. Wer noch nicht den Kanal abonniert hat, just do it. Wir sehen und hören uns bald wieder im nächsten Video. Wer es jetzt noch nicht getan hat, hier unten ist eine Möglichkeit zum Abonnieren. Hier oben zwei weitere Videos, die beiden Videos, die ich eben gerade angesprochen habe. Danke, bis zum nächsten Mal.